Moin Leute und ein herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ihr kennt schon am Hintergrund, dass es sich vielleicht heute nicht um FIFA handeln wird. Und es wird es auch nicht, denn heute werde ich mich zum Affen machen und in einem Jahr werden wir darauf schauen und mal gucken, was ich jetzt für Scheiße erzählen werde. Denn jetzt folgt meine Bundesliga-Prognose für die Saison 2022-2023. Ich nehme am Mittwoch auf und am Freitag, geht es am Freitag oder am Samstag schon los. Also auf jeden Fall, dieses Wochenende geht es los. Das Video wird auch vor dem Wochenende noch online kommen. Ja, ich habe mir so ein paar Kategorien ausgesucht. Ich hatte jetzt überlegt, ob ich eine komplette Tabelle prognostiziere, aber ich mache es so, dass ich jetzt tatsächlich einfach nur Top 6, die letzten drei, also die Absteiger und ein paar Hot-Takes habe ich dabei, Torschützenkönig und so weiter und so fort. Ich bin echt mal gespannt, wie das jetzt hier gleich so zustande kommt. Soll auf jeden Fall gesagt sein, lasst gerne ein Like unter diesem Video da, abonniert gerne den Kanal und aktiviert die Glocke, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Schreibt mal gerne eure Prognostizierungen rein oder verbessert mich, wo liege ich absolut falsch oder eurer Meinung nach. Wo stimmt ihr mir vielleicht zu? Und ich bin echt mal in einem Jahr gespannt, was dabei rauskommt. Ich muss sagen, letzte Saison habe ich gesagt, der VfL Bochum wird nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Ich hoffe, ich habe mindestens einen Call so drin. Und dann würde ich vorschlagen, dass wir auch gleich mal mit meinen Top 7 anfangen. Bei Conference League gibt es ja auch nicht Top 6, sondern Top 7. Ich würde sagen, wir fangen mal unten an. Also mit dem siebten Platz. Und auf dem siebten Platz habe ich eine Mannschaft, die dieses Jahr gar nicht international spielt. Und zwar den VfL Wolfsburg. Der VfL Wolfsburg hat mit Niko Kovac einen neuen Trainer. Und ich finde, dass er schon so ein bisschen in das Konzept reinpasst. Und er ja eigentlich auch eine Idee hat, Fußball zu spielen. Klar hat es bei Bayern nicht funktioniert. Aber Bayern spielt kein Defensivfußball. Und ich könnte mir vorstellen, dass der VfL Wolfsburg defensiv gut stabil steht. Und auf Umschaltsituationen voraussetzt. Und ich glaube, dass sie dieses Jahr es tatsächlich in die Conference League schaffen. Ist zwar nicht der Anspruch der Volkswagen AG, aber vielleicht wird es ja trotzdem was mit dem internationalen Geschäft. Auf Platz 6 habe ich einen etwas gewagteren Call, und zwar aufgrund dessen, da die letzte Saison alles andere als gut lief. Und zwar habe ich dort Borussia Mönchengladbach mit dem neuen Trainer Daniel Farke. Daniel Farke jetzt eine ziemlich lange Zeit bei Norwich City, der Fahrstuhlmannschaft der Premier League, also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Trainer gewesen und hat dort zumindest in der Championship echt guten Offensivfußball gezeigt. Und ich finde, wenn er das mit einer Gladbach bringt und man hat diese offensiven Leute. Man weiß zwar nicht, bleibt ein Player, bleibt ein Hofmann, das kann man alles noch nicht sagen. Zum Beispiel ist auch die Zukunft von Jan Sommer noch nicht da. Aber wenn wirklich ein Stein auf den anderen fällt, glaube ich, dass Daniel Farke mit Borussia Mönchengladbach einen wunderbaren Offensivfußball spielen kann und dass Gladbach hier auf jeden Fall in der Top 6 finishen wird, und zwar auf dem 6. Platz. Ja, und am Ende wird es genauso eine gleiche Saison. Daniel Farke wird irgendwie nach 20 Spieltagen entlassen und man ist auf Platz 10. Kommen wir nun zu Platz 5 und dort habe ich die Eintracht aus Frankfurt. Eintracht Frankfurt, letzte Saison Europa League gewonnen. Das Finale war mega geil. Ich habe es mir angeguckt. Nicht live, sondern im Fernsehen. Und dieses Jahr spielt man tatsächlich Champions League. Und ich bin mal gespannt, mit wem Eintracht Frankfurt so in eine Gruppe kommen wird. Ich bin auch mal gespannt, ob sie überhaupt dann die Gruppe schaffen werden. Da bin ich mir absolut noch nicht sicher, weil logischerweise noch keine Gegner feststehen. Aber Eintracht Frankfurt hat, finde ich, gute Transfers getätigt. Mit Mario Götze hat man einen offensiven Spielleader für die Offensivposition gebracht. Ich bin mal gespannt, wie er das dort alles unterbringen wird, der Oliver Glasner. Allein auf der 10er-Position hast du einen Lindström, du hast einen Kamada, du hast jetzt Mario Götze. Rein theoretisch kann dort bestimmt noch andere Leute spielen. Zudem hat man sich ja auch offensiv noch mehr verstärkt mit Kolo Muani, den Stürmer. Da bin ich mal gespannt, wer übrigens bei Eintracht Frankfurt so in der Startelf stehen wird, ob Kostic noch wechselt. Es wäre total blöd für Kostic eigentlich, weil der steht bei West Ham eventuell unter Vertrag, vielleicht bald so. Und West Ham spielt Conference League, aber in der Premier League. Aber er kann mit Frankfurt Champions League spielen. Jedenfalls denke ich, dass Frankfurt auf Platz 5 abschließen wird. Und ich denke mal, ja, Europa League Qualifikation. Die Champions League werden sie nicht gewinnen, um nächstes Jahr wieder Champions League zu spielen. Und nun kommen wir also zu der Medaillenvergabe. Fangen wir mit Platz 3 an. Es gibt jetzt logischerweise nur noch drei mögliche Antworten. Aber erstmal kommt Platz 4. Stimmt, habe ich ganz vergessen. Auf Platz 4 habe ich Robbie Bubble Leipzig. Man kann ja sagen, dass die nächsten drei Plätze, also mit Leipzig jetzt eingeschlossen, eigentlich so ein Mischmasch sind. Die kann man legen, wie man will. Ich denke, Platz 1 ist vergeben. Aber ich sehe RB Leipzig tatsächlich auf Platz 4 und nicht andere Vereine. RB Leipzig hat sich jetzt vielleicht den aktuell besten deutschen Linksverteidiger geholt mit David Raum. Ich bin echt gespannt auf die WM. Ich hoffe, er ist gesetzt und wird ein gutes Turnier spielen. Zudem ist Tedesco ja einer, der ganz gerne mit der Fünferkette spielt und David Raum praktisch in dieser Fünferkette oder Dreierkette, je nachdem, eigentlich wie geboren für diese Position ist. Das hat er, glaube ich, in Fürth. Ich glaube, da hat er noch Viererkette gespielt. An Hoffenheim haben sie, glaube ich, auch Fünferkette gespielt und da hat er auch ordentlich abgerissen. Für eine Hoffenheim-Mannschaft, die letzte Saison jetzt nicht das war, was man von ihr erwartet hat. Denn ich glaube, auch der Hauptkonzern
möchte eigentlich nach Europa. Zudem hat man Spieler wie Christopher Nkunku gehalten. Man hat trotzdem noch Leute wie André Silva, der jetzt letzte Saison nicht unbedingt das Erwartete abgerissen hat, was man von ihm gedacht hat. Aber auch Spieler wie Dani Olmo, André Silva wie gesagt. Und ich denke mal auch ein Forsberg kann noch eine Rolle spielen. Für die Top 3 wird es für mich aber ganz nicht reichen. Deswegen Platz 4 für RB Leipzig und Champions League Qualifikation. Kommen wir nun zu Platz 3 und da gibt es jetzt die Möglichkeit Dortmund oder Leverkusen. Und ich gehe mit dem BVB. Der BVB hat gute Transfers getätigt. Man hat Adeyemi geholt, man hat einen Süle ablösefrei von Bayern geholt. Haller, auch wenn er jetzt, manche sagen, ein halbes Jahr ausfällt wegen seinem Tumor, den er dort im Boden hat. Auf jeden Fall gute Besserung an dich, Mann. Zudem auch noch einen Schlotterbeck von Freiburg geholt und Özcan von Köln. Ja, man könnte sagen, man kauft die Liga kaputt, aber passiert halt. Trotzdem denke ich, dass das in der Konstanz ein bisschen hapern lässt. Der BVB wird wahrscheinlich nochmal auf dem Transfermarkt tätig werden. Man braucht nochmal eine klare 9, weil Moukoko alleine dort vorne reinstellen als 17-Jährigen und der ist auch gar nicht der Spielertyp, den man eigentlich in Haller sieht. Je nachdem, wen die dort holen, ob die jetzt einen Modest oder einen Cordoba holen oder vielleicht doch einen Suarez, also das garantiert nicht mehr, oder einen Icardi oder einen Dzeko. Von dieser Verpflichtung her würde ich dann persönlich nochmal absegnen, ob sie tatsächlich auf Platz 2 oder 3 finishen werden. Ich denke, sie werden Dritter und qualifizieren sich für die Champions League. Kommen wir nun zu Platz 2 und es wird mal wieder ein Jahr Vizekusen kommen. Ich weiß nicht mehr, wann sie das letzte Mal Zweiter wurden, aber es ist schon ein Weilchen her. Bayern und Leverkusen hat, finde ich, mit einer der besten Transferphasen gehabt von den deutschen Bundesliga-Clubs. Eigentlich finde ich eher so die drittbeste, weil man hat zwar nur einen namhaften Zugang mit Adam Lodzic. Du hast so viele Leistungsträger gehalten, du hast den Patrick Schick verlängert, du hast einen Diaby gehalten, was auch unfassbar krass ist. Klar, Transferfenster ist immer noch ein bisschen lang, aber ich denke mal nicht, dass die beiden noch wechseln werden. Zudem hast du echt eine gesunde Mischung aus jungen Spielern in der Verteidigung, sowie im Mittelfeld und in der Offensive, wie auch erfahrenere Spieler im Mittelfeld, zum Beispiel in Kerem Demirbay. Ich denke mal, für die Spitze von Deutschland wird es nicht reichen, denn der Meister ist eindeutig besser aufgestellt als die komplette Konkurrenz, finde ich. Und ich denke mal, es wird ein weiteres langweiliges Jahr werden mit dem Meister, der jetzt folgt, dem FC Bayern. Der FC Bayern hat Robert Lewandowski verloren, ja. Und jemand muss mal erstmal 40 Tore ersetzen. Aber ich finde, mit Mané hat man einen geholt, der in der Doppelspitze mit Gnabry oder mit Sané oder Coman vielleicht einiges vorne abreißen kann. Zudem holst du dir nicht unbedingt einen... Wie alt ist Mathis Tell? Ist der 17? Jedenfalls holst du dir jemanden, der 7 Ligue 1 Spiele gemacht hat, kein Pflichtspieltor gemacht hat für diese Profimannschaft. Für den legst du dort über 20 Millionen hin. Deswegen denke ich mal, dass Mathis Tell auch einige Einsätze bekommen wird. Und ich denke mal, der wird auch das ein oder andere Tor schießen. Zudem hast du auch einen Matthijs de Ligt geholt. Und de Ligt wird definitiv der Abwehrboss sein, neben Hernandez. Vielleicht spielen sie auch eine Fünferkette. Masraoui ist natürlich auch neu auf der Rechtsverteidigerposition. Man hat einfach die Schwachstelle bei Bayern ausgebaut. Weil ich rate Masraoui deutlich höher als Pavard auf den Positionen des rechten Schienenspielers, die praktisch diese Fähigkeiten besetzen sollten. Da war es defensiv ein bisschen besser, aber das, was Masraoui offensiv mitbringt, und das braucht Bayern einfach mal in der Bundesliga, denn die sind die spielbestimmte Mannschaft, das bringt er auf jeden Fall mit auf den Platz. Und das sind meine Top 7. Ich wiederhole sie nochmal. Bayern auf 1, Leverkusen 2, Dortmund 3, Leipzig 4, Frankfurt 5, Gladbach 6 und Wolfsburg 7. So Leute, jetzt haben wir auf jeden Fall die Top 7, wer nach Europa kommt, abgehakt. Und jetzt gehen wir einmal ans andere Ende der Tabelle und wir behandeln mal die Absteiger, sowie denjenigen, der in der Relegation spielen wird. Und ich fange einfach mal auf Platz 18 an. Ich sehe dort den VfB Bochum. Letzte Saison habe ich sie noch in den Himmel predicted, dass sie nichts mit dem Abstieg zu tun haben werden. Aber die Transfers, die sie bisher getätigt haben, mit den Abgängen, die sie kompensieren mussten, das passt für mich einfach nicht zusammen. Ich denke mal, der VfL wird nicht so deutlich wie Fürth absteigen. Dieses Jahr gibt es keinen eindeutigen Absteiger. Aufgrund der Aufsteiger, die hochgekommen sind mit Bremen und Schalke. Da werden die auch irgendwie ein bisschen mit unten mitmischen. Aber ich sehe, der VfL Bochum hat den geringsten Kadermarktwert, hat nicht die krassen Transfers getätigt, die ich mir für den VfL Bochum erhofft hätte. Und deswegen denke ich, dass der VfL nach einer guten Bundesliga-Saison ins zweite verflixte Jahr reinkommt und leider absteigt. Auf Platz 17 habe ich einen Verein, der diesen Abstieg unbedingt braucht, um aus diesem Meme-Verein-Bild herauszukommen, der inzwischen geworden ist. Und zwar Hertha BSC.
Hertha BSC auf Platz 17, sie werden direkt absteigen. Da wird es diesmal keine Relegation geben. Die Transfers, die sind einfach nur katastrophal, finde ich. Man holt einen Spieler aus Russland, ja, aber ich finde, Sandro Schwarz ist nicht der Trainer, der zu Hertha passt, finde ich. Und da kommen so diese ganzen Witze, ja, ich sehe Schwarz für Hertha und so weiter. Sehe ich in dem Fall auch. Ich glaube, Hertha wird krachend scheitern und wird einfach eine Ehrenrunde drehen müssen in der zweiten Liga. Und auf Platz 16, auf dem Relegationsplatz, ein Aufsteiger wird diese Saison absteigen, Leute. Denn dort habe ich den FC Augsburg. Ich weiß, der FC Augsburg hat für mich, die haben ja diesen Deal mit dem SC Freiburg, mit Demirovic gegen Gregoritsch gemacht. Und ich rate Demirovic deutlich besser als Gregoritsch. Also deswegen, weil Gregoritsch mal eine halbe Saison auf Schalke gespielt hat, ein gutes Tor gemacht hat und das war's dann. Aber auch der FC Augsburg hat sich in Punkten Kaderverbesserung jetzt nicht unbedingt besser aufgestellt und ich glaube, dass das Mannschaftsgefüge nicht hundertprozentig bereit ist. Zudem wird der FCA diese Saison auch wieder schwerer haben und sich mehr dem Abstiegskampf widmen, was ja die letzten Jahre eher so ein bisschen hinten rausgeblieben ist. Deswegen denke ich, wird der FC Augsburg in die Relegation gehen und sie spielen dort, sage ich jetzt einfach mal, gegen den FC St. Pauli. Das sind also meine letzten drei. Platz 16 Augsburg, Platz 17 Hertha und Platz 18 VfL Bochum. Jetzt habe ich noch einige Kategorien. Überraschung der Saison, Enttäuschung der Saison und so weiter. Ich werde es jetzt einmal vorstellen. Fangen wir an mit der Überraschung der Saison. Und zwar habe ich dort den SV Werder Bremen. Ich glaube mal, die hässlichen Vögel, ja, so nennen sie sich ja selber, mit Füllkrug und mit Duxch. Ich glaube, die werden so viele Tore schießen, dass Bremen auf einem einstelligen Tabellenplatz findet. Nicht nah an Europa dran, sondern eher 9. In dem Fall. Platz 9. Ich sag, Bremen beendet auf Platz 9 die Saison und wird, ähnlich wie der VfL Bochum, letzte Saison nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Ich glaube, Duxch und Füllkrug können beide dort echt gut vorne funktionieren, wie sie es auch in der zweiten Liga gezeigt haben. Zudem hat man gute Transfers getätigt in der Innenverteidigung. Amos Pieper und Niklas Stark. Bin mal gespannt, was für eine Formation dort Ole Werner spielen wird. Ob 5er-Kette oder tatsächlich die 4er-Kette. Man hat gute Außenspieler, man hat einen ordentlichen Sturm. Man hat junge Spieler, wie zum Beispiel einen Romano Schmid oder auch einen Niklas Schmidt, Grujew. Nee, doch, ja, genau, Grujew heißt er. Das sind alle Spieler, die Potenzial haben. Und ich bin mal gespannt, wie Bremen das jetzt in dieser Saison handhaben wird. Und ich denke mal, einstelliger Tabellenplatz ist drin. Überraschung der Saison. Kommen wir nun als nächstes zur Enttäuschung der Saison. Und dort habe ich zwei Vereine. Einmal Hertha BSC. Sie werden bei mir sang- und klanglos, also naja, gut, sang- und klanglos jetzt nicht. Aber sie werden bei mir absteigen. Und das ist definitiv nicht das Ziel von Hertha BSC, die jetzt über die letzten drei Jahre über 200 Millionen in diesen Verein gepumpt hat. Hertha BSC ist tatsächlich das beste Beispiel, wie es mit einem Investor nicht funktionieren kann. Und ich gebe jetzt auch nochmal eine Prediction für die Saison darauf. Ich sage, Hertha BSC wird absteigen und im nächsten Jahr nicht wieder aufsteigen. Und als zweite Enttäuschung habe ich den SC Freiburg. Ja, man hat sich wirklich gut verstärkt. Man hat breit aufgestellt für die Dreifachbelastung. Ich glaube, irgendwie wird Europa den Freiburgern nicht so gut tun. Zudem wird in der Bundesliga die ein oder andere Niederlage, denke ich mal, kommen. Man wird im absoluten Niemandsland zwischen Platz 11 und 14 abschneiden, sage ich jetzt. Nachdem wir jetzt Enttäuschung und Überraschung hatten, kommen wir mal zur nächsten Kategorie. Und zwar der Torschützenkönig. Und ich glaube, es wird Patrick Schick von Bayern und Leverkusen. Es gibt jetzt nicht mehr diese hochkarätigen Torgaranten wie Lewandowski und Haaland, die sind beide weg. Und ich denke mal, Modest wird auch nicht mehr so viele Tore schießen für den FC Köln. Patrick Schick hat einfach die Offensive, die er letztes Jahr hatte, immer noch um sich rum. Zudem hat mit Adam Locek jemanden gefunden, der kann einerseits Tore selber machen, hat er bei Sparta Prag gezeigt. Der ist nur die tschechische Liga, aber trotzdem. Und der kann aber auch hinter der Spitze. Und ich sage jetzt hier einfach mal eine Zahl. Patrick Schick macht 32 Tore. Patrick Schick wird Top-Torschützenkönig mit 32 Toren oder mehr in dem Fall. Also ich sage einfach mindestens 32. Ich bin echt mal gespannt. Wahrscheinlich verletzt er sich irgendwie und fällt 4 Monate aus und hat am Ende, was weiß ich, 9 Tore. Und Torschützenkönig wird Simon Terodde. Als nächstes haben wir 3 Player to watch. Das sind nicht unbedingt junge Spieler, aber auf jeden Fall Spieler, die jetzt bei ihrem neuen Verein in der Bundesliga sind. Und als ersten habe ich dort Mario Götze, der von PSV zu Eintracht Frankfurt gewechselt ist. Mario Götze ist unheimlich schlau, was Spielverständnis angeht. Und ich denke mal, dass Mario Götze in dieser Offensive mit einem Kolo Muani, mit einem Boré, mit Lindström, mit Kamada, der jetzt im DFB-Pokal hinter ihm gespielt hat, aber trotzdem mit einem Kostic, mit einem Ansgar Knauf, dass diese Offensive echt krass performen kann in der Bundesliga, finde ich. Und ich glaube, Mario Götze wird viele Scorerpunkte sein. Ich glaube, Mario Götze macht über 10 Scorerpunkte, größtenteils Vorlagen. Und ich sehe echt eine gute Saison für ihn. Den zweiten Spieler, den ich mir rausgesucht habe, ist David Raum. Er ist zu RB Leipzig gewechselt von Hoffenheim. Und ich glaube, David Raum wird die bisher beste Saison spielen. Ich glaube, der wird unter Tedesco richtig aufblühen. Er wird die linke Seite hoch und runter rennen.
Und ich denke mal, der wird auch bei der WM richtig gut spielen, weil ich sehe dort für Deutschland eigentlich auch gute Chancen. Bei David Raum habe ich halt vorhin schon gesagt, dass das System, wo er perfekt reinpasst mit der Fünferkette. Ich glaube, das war auch der Punkt, warum er jetzt nicht zum BVB gegangen ist, warum er auch nicht zum FC Bayern gegangen ist. Ich denke mal, David Raum wird sehr viele Scorer sammeln, aber ich glaube, der kommt nochmal in den Hot Takes. Und mein letzter Player to watch ist Mathys Tel. Mathys Tel ist, wie gesagt, für über 20 Millionen zu Bayern gewechselt. Er ist sehr jung, aber ich glaube, für diese Summe parkst du ihn nicht auf der Bank. Ich denke, Mathys Tel wird hauptsächlich als Joker reinkommen. Ich glaube, der wird echt ein paar Tore machen. Er wird nicht zweistellig treffen, glaube ich nicht. Aber ich glaube, so 8-9 Tore in seiner Profisaison, in seiner ersten Profisaison praktisch, sind auf jeden Fall drin für ihn. Und ich glaube, er ist auf jeden Fall ein Player to watch. So, eine Kategorie habe ich noch und dann habe ich noch 5 Hot Takes. Die Hot Takes, die werde ich nicht unbedingt kommentieren, aber die erste Trainerentlassung werde ich kommentieren. Und zwar wird es Sandro Schwarz. Ich habe gesagt, die Hertha wird absteigen und ich glaube, die Hertha wird auch mit 5 Niederlagen wahrscheinlich so gefühlt direkt reinstarten in die Saison. Und dann wird der Sitz von Sandro Schwarz schon brennen. Er hat, finde ich, bei seinen letzten Trainerstationen nicht unbedingt das gezeigt, was ich denke, dass er Hertha in der Bundesliga halten kann. Zudem fand ich es auch echt ein bisschen komisch, dass es dort diese Kontroverse irgendwie gab, dass er erst gar nicht aus Russland, dort war er vorher Trainer, weg wollte. Aber gut, das ist ihm selber überlassen. Jeweils denke ich, Sandro Schwarz wird die erste Trainer entlassen. So Leute, und jetzt habe ich mal ein paar gewagte Hot Takes. Hier werde ich ins Risiko gehen. Und ich hoffe, es sind 5 und ich will mindestens 2 davon richtig haben. Beziehungsweise annähernd richtig. Wenn ich jetzt so sage, so und so ein Spieler macht so und so viele Scorerpunkte. Wenn er 1 oder 2 weniger hat, ist okay. Fangen wir an mit Hot Take Nummer 1. Der dreht sich um Bayern-Neuzugang und zwar Ryan Gravenberch. Und zwar sage ich, ich lese vor, Gravenberch wird Renato Sanchez 2.0 und macht keine 8 Spiele in der Saison. Gravenberch hat nicht so viel gekostet wie Renato Sanchez. Das Mittelfeld ist voll. Und ich glaube, er wird auf der Bank versauern und macht keine 8 Spiele. Er wird vielleicht 2 von Anfang an machen und dann wird er noch 6-mal eingewechselt in der Bundesliga. Ich sag, er wird kaum spielen und wird, denke ich, auch nicht mal auf irgendwie. Er wird auf keine 500 Minuten kommen. Das war der erste gewagte Take und ich bin echt mal gespannt, was da rauskommt bei Gravenberch. Der zweite Take ist, ich habe da ein bisschen meine Schalke-Brille auf, aber Schalke und Werder werden nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Werder, habe ich gesagt, wird auf einem einstelligen Tabellenplatz finishen und ich glaube, Schalke wird über Platz 14 sein. Ja, man hat sehr viele Neuzugänge bei Schalke, die alle erstmal ineinander greifen müssen, was das Mannschaftsgefüge angeht, aber ich glaube, dass der FC Schalke 04 Platz 13 oder besser abschließen wird. Der dritte Take von 5 ist David Raum und David Raum macht 18 Scorerpunkte. Die kann er sich frei aufteilen auf Torvorlagen und Tore. Mach einfach 18 Scorerpunkte, Bruder, und gib mir den richtigen Take hier. Kommen wir zum vorletzten Take und zwar Meister und der erste Absteiger, also Platz 18, stehen bereits am 30. Spieltag fest. Das heißt, Spieltag 29, Bayern ist danach Meister, VfL Bochum wird dort mit Sicherheit absteigen. Und mein letzter Take ist, keiner der Top 4, also bei mir Bayern, Dortmund, Leverkusen, Leipzig, gewinnt den DFB-Pokal. Es wird wieder jemand anderes sein. Gut, letztes Jahr war es Leipzig, aber Leipzig waren die Top 4. Ja klar, waren sie es natürlich. Ich sage, keiner der Top 4 von meiner Prediction hier wird den DFB-Pokal gewinnen. Ich sage euch auch nicht, wer ihn gewinnt. So Leute, das war's mit meiner Prediction über die Bundesliga Saison 2022-23. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, gerne Like unter diesem Video da lassen, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Ich bin gespannt. Ende Juni, Mai, Juni, so in diesem Zeitraum werden wir uns das Ganze dann mal angucken. Und ich bin gespannt, was für ein Bullshit ich dann gelabert haben werde. Bis dahin sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao.